So. Wir werden das schon hinkriegen hier irgendwie. Jetzt müsste was zu sehen sein. Aha, den Trappi kannst du gar nicht wählen, obwohl ich den ja gerne genommen hätte. Hörst du auch was? Hörst du mich auch? Ich bin begeistert. Ja, Trappi stand leider nicht zur Wahl. Leider, den hätte ich mir gerne geholt. Habt ihr schon alle abgestimmt? Wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt nochmal Geld abholen. Was im Moment noch nicht geht, komischerweise. Achso, 17:30 kann ich das nächste Geld abholen. Dann haben wir genau 4,5 Millionen. Selber Dildo. Sollen wir danach nochmal eine Runde Saints Row spielen? Beim Performance Tuner gibt es irgendein Angebot. Du hast einen Trabi. Wo hast du einen Trabi? Ich komme auch aus dem Osten, oder ich komme aus dem Osten. Ich bin noch nie in meinem Leben Trabi gefahren. Ich würde so gern mal Trabant fahren. Ich war sogar jetzt mal vor kurzem mal überlegen, ob ich mir einen 601er kaufe, so als einfach als Fun-Auto für den Sommer. Weil ich bin ja hier im tiefsten Westen jetzt aktuell. Was gibt's denn hier im Angebot? Warum ist denn hier Angebot endet? Noch ein Tag. Was gibt's denn hier im Angebot? Das ist übrigens mein GT 500. Für die, die mein Spiel nicht kennen. Ich liebe dieses Auto. Also was werden wir machen? Wir werden jetzt gleich nochmal Geld abholen gehen, damit wir unsere knapp 4,5 Millionen, 5 Millionen sind es leider nicht geworden, war auch ein bisschen unrealistisch, weil dann hätte ich jeden Tag von Montag an alle 4 Stunden Geld abheben gehen. Und irgendwann muss ich auch mal arbeiten und schlafen. Also es sind leider nur 4,5 Millionen geworden. Knapp. Also heute hatte ich ursprünglich nicht mitgerechnet, aber ich habe heute schon zweimal abgehoben. Ja, wenn dich ein Porsche hinterherzieht wahrscheinlich. Ein Cayenne oder so. Gut, dann kannst du deine 200 fahren. Ich weiß nicht, was es da im Angebot gibt. Ey, nix gegen Trabant, ich finde die Karre geil. Ja, also wie gesagt, bis 17 Uhr, alle, die jetzt so noch nicht abgestimmt haben, also bis 18 Uhr machen, oder ja, bis 18 Uhr machen wir das. Ich poste nochmal den Link. Mal bitte nochmal abstimmen, welches Auto. Es gibt auch schon mittlerweile zwei Favoriten, die sich den ersten Platz teilen. Vorher kaufe ich natürlich noch die zwei Autos, die ich mir sowieso kaufen wollte, die zwei anderen Muscle Cars.
Er muss gerade kleinen Geister füttern. Was? Hä? Was macht ihr da schon wieder, ihr beiden? So, mal bitte da abstimmen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich gucke jetzt nochmal nicht rein. Also, wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Also, die Abstimmung läuft noch bis 18 Uhr. Und heute Abend, 21 Uhr, nicht vergessen, gibt es, oder so 21 Uhr, werde ich das wahrscheinlich hinkriegen, gibt es dann den Horror-Livestream. Ich wollte es eigentlich mit Facecam machen, aber das wäre dann wahrscheinlich zu viel Horror für euch. Fuck, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Oh, ihr habt ein Baby, wie alt? Was? Haftbefehl? Geht's noch? War das nicht ein Rapper? Ey, ich bin Batman. Ja? Ups, jetzt habe ich es verraten. Jetzt muss ich euch leider alle töten. Oh, ich liebe diese Karre. Ich liebe diese Karre ohne Ende. Fährt sich zwar nicht so berauschend. Aber ich liebe dieses Auto. Verdächtiger 510. 2 Monate, herzlichen Glückwunsch. Freut mich. Unser leitender Notarzt von unserem Standort, also wir haben ja, das habe ich das letzte Mal ein bisschen mal erklärt im Rettungsdienst, und wir haben ja auch so einen Notarztstandort bei uns, und der hat jetzt gerade am 2. Januar, ist er wieder Papa geworden zum zweiten Mal. Und das Geile ist, sein erstes Kind ist auch am 2. Januar geboren. Und das Allergeilste ist, seine Frau ist auch am 2. Januar geboren. Meinte jetzt, er hat jetzt richtig Stress zu Hause, vor allen Dingen, weil jetzt Weihnachtsgeschenke und alles innerhalb so von kurzer Zeit. Ach, Bartmann. Ne? Oh, ihr habt alle Kinder. Ich habe nur 2 Katzen. Seht das auch? Und Flöhe. Und Fußpilz. Ich gucke die ganze Zeit auf den Chat noch, deswegen fahre ich ständig irgendwelche Unfälle. Gut, dann würde ich mal sagen, das erste Auto, was ich mir kaufen wollte, wo gab es denn das? Da muss ich mal in den, da schreiben mir noch irgendwelche Leute über PlayStation. Ich glaube, da muss ich mal ins Hauptquartier kehren. Ja, Prayer, jetzt hast du mir auch noch eine Kuh eingeladen. Können wir gleich machen, aber ich gehe erstmal ins Hauptquartier. Prayer, leider kein. Ich habe jetzt mal bei PlayStation zwar schon geantwortet. Leider kein TS, können wir aber gern das nächste Mal machen. Das wollte ich mal gucken. Also, ich hatte ja gesagt, 2 Autos will ich mir auf jeden Fall kaufen, also unabhängig jetzt von dieser Aufnahme. Und ja, 4 Autos. Sind leider raus. Der ist leider auch einmal gewählt worden. Und zwar ist dieser Mini Cooper einmal raus. Den gab es jetzt in so einem Paket dazu. Und der BMW Z4 gab es in so einem Surf-Paket, was auch immer. Das wurde mir jetzt auf einmal die Woche freigeschaltet am Montag. Und dieser Ford Mustang GT Fastback, der ist ein oder zweimal gewählt worden, leider. Habe ich jetzt leider schon bekommen. Gut. Ich wollte mir 2 Autos kaufen. Und zwar den Camaro und den Camaro. Wo gab's denn jetzt? Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere? Es waren nur 2 Muscle Cars, die noch offen waren. Ach, da ist er, der Impala. Die 2 wollte ich mir jetzt holen. Wo gibt's die denn? Ich
glaube, die gibt es. Nee, da ist ein Impala. Bin ich jetzt bescheuert? Also da ist der Camaro. Camaro und Impala, die zwei wollte ich mir jetzt holen. Nach Detroit müssen wir da für. Ja, ich habe den Stream auf der PlayStation. Da kann man direkt, auf der PS4 gibt es direkt eine Share-Taste, da kannst du direkt anklicken und dann streamst du direkt. Auch den Ton läuft alles gerade über die PlayStation. Prayer, du müsstest mich nochmal in die Crew einladen. Ich siehst leider gerade, dass es. Wollen wir mal hochfahren oder soll ich Blitzreise machen? Gut, da ist ja. Wir fahren mal hoch, dann können wir nebenbei noch ein bisschen quatschen. Und dann sollte es dann auch endlich Tag werden, dann, damit ich. Weil ich möchte die Autos ja auch zeigen. Ihr entscheidet übrigens, könnt übrigens auch entscheiden, was für Farben ich die Autos kaufen soll. Macht euch mal Gedanken. Ah, ihr wisst ja natürlich noch nicht, welches Auto. Aber die zwei Muscle Cars, ich zeige euch dann mal gleich die Farben. Da entscheidet, dürft ihr natürlich jetzt auch ein bisschen entscheiden, was ich für eine Farbe holen soll. Was? Steam. Achso, Steam. Ah, ich habe Steam. Aber auf PS, was ist ein PS? Was ist ein PS? PlayStation? Sorry, was? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob. Ah, danke dir, hat er mich wieder eingeladen? Annehmen. Ich habe leider gerade das Problem. Was? Ich konnte der Kuh nicht beitreten? Warum konnte ich der Kuh nicht beitreten? Was ist da denn wieder für ein Scheiß-Bug? Ich bin doch in keiner Kuh. Was ist das schon wieder für ein Pink? Da gibt's auch ein sogar sehr schönes Pink. Können wir ja gerne machen. Kein Problem. Ich kann ja die Farben auch regelmäßig ändern. Ja, ich Problem ist, ich weiß nicht, warum ich nicht in die Kuh rein kann. Annehmen. Da gibt es sogar so ein Elixier, so ein Metallic-Lack-Pink, der ist richtig geil, der sieht richtig geil aus, den können wir. Ey, was fick dich doch, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ich lade mal dich ein. Ich lade mal dich ein. Vielleicht klappt das so rum. Steam auf PlayStation, gibt's das? Gibt's Steam auf PlayStation? Wüsste ich noch nicht. Ich werde übrigens heute noch mal schauen, ob ich jetzt nachher noch mal eine Stunde TTT aufnehmen werde. Wird es jetzt demnächst auch geben. Ey, warum kann ich dich. Was ist denn das gerade für eine Scheiße mit dem Spiel? Und wie gesagt, heute Abend nicht vergessen, Dying Light. Ja, und wie geht's euch so? Da stand ein Auto. Ja, wie gesagt, ich habe ja ein Auto sogar schon so in so einem. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, warum das nicht geht. Was steht denn dann bei dir, Prayer? Was steht denn dann bei dir immer, wenn das abgelehnt wird? Ist schon in einer Crew oder? Was steht denn da jetzt immer bei dir da? Ah, ist schon in einer Crew oder? Ja, das ist. Ich würde ja gerne, aber ich drücke ja auch immer X, aber du siehst ja selber, dass es nicht geht. Leute, soll ich da jetzt nun hinfahren oder soll ich eine Blitzreise machen? Entscheidet ihr mal. Es wären jetzt 50 Kilometer, also wäre jetzt schon ein paar. Boah, das ist doch zum Kotzen, ist das doch mit diesem Spiel. Ach, geht da? Warte mal.
Das heißt, ich kann mir Steam auf die PS4 runterladen und dann über Steam Spiele kaufen? Geht das? Nee, Quatsch, oder? Weil das ist immer das, was ich bei der PS4 im Moment noch so ein bisschen bemängle, dass du eben nur online diese Spiele nur über den PSN Store kaufen kannst. Der Timer läuft einfach aus. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße mit dem Spiel? Ich komme mal noch mal rein. Ich komme mal noch mal rein. Gut, aktuell wird es jetzt nur Audio sein, also nicht wundern. Quäfter, hallo Quotenquäfter TV, Servus. Ich spiele auch GTA Online. Ich habe es bis jetzt noch nicht gestreamt. Aber dieser Stream, was ich hier mache, soll ja, heute ist es jetzt nur so ein kleines Special-Ding, aber ich möchte immer samstags ab 17 Uhr oder ab 18 Uhr oder freitags oder sonntags, steht ja, müsst ihr mal gucken, da steht ja meine Ankündigung auch. Das Problem ist ja, dass ich ja nebenbei auch noch arbeiten muss. Möchte ich eben so Stunden, einen Abend lang so eine Art Community-Livestream machen, wo ich dann eben das mit euch spielen werde, unter anderem eben auch GTA Online. Und, okay, ja, machen wir eine Blitzreise. Ich weiß eh nicht, warum das hier nicht gerade geht. Und ihr entscheidet dann auch so ein bisschen, welches Auto ich fahren soll. Betreten. Nochmal um Quotenquäfter TV. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Es tut mir so leid. Ja, wie gesagt, GTA Online können wir auch gerne überzeugen. Das Problem ist, die richtigen Leute bei GTA Online zu finden. Entweder hast du dann so Leute, die nur abspacken und wo die sich in irgendeine Kreuzung stellen und die ganze Zeit rumballern und da kommst du mit einem Auto an und bist gleich wieder abgeballert. Ich bin eher so der Fan von, ich möchte gerne Missionen machen, ich möchte gerne Rennen fahren, ich möchte gerne sowas würde ich gerne machen. Ja, so Deathmatches und das alles mal ausprobieren. Und da findest du immer nicht die richtigen Leute, weil ich bin noch nicht so hoch im Level, ich glaube Level 20. Fraktionsmissionen sind abgeschlossen, können wir nämlich gleich. ja, das musste man mal raus. Seid froh, dass es. So. Ja, mit Steam, da können wir uns noch mal. Du konntest der Crew nicht beitreten. Warum kann ich verfickt nochmal dieser scheiß dämlichen Crew nicht beitreten? Wo ist dein Problem, du Scheißspiel? Mann, du nervst mich so abgrundtief. So, jetzt lade ich dich mal ein. Das mit Steam werde ich mir, ich habe es mir mal aufgeschrieben eben, damit ich es nicht vergesse, weil in meinem Alter. Ich werde das gleich mal googeln und werde mir das mal schauen, was man da machen kann. Also wenn, das wäre natürlich geil. Ja, bei mir läuft auch einfach nur die Zeit auf. Ich kann dich auch nicht einladen. Das ist doch zum Kotzen. Achso, danke dir. Das kommen wir jetzt auch mal. Gut, was ich gerade gesehen habe, wir müssen mal ein bisschen Geld einsammeln, und zwar ist es die Fraktionsmissionen sind fertig. Das heißt, wir gehen jetzt mal shoppen. Das heißt, erstmal Geld einsammeln, damit wir auf unsere 4,5 Millionen kommen. Wie gesagt, sind leider keine 5 Millionen geworden. Das wäre einfach die Woche. Ich habe mir teilweise nachts einen Wecker gestellt, dass ich da online gehen kann, oder bin vor der Arbeit einfach mal eine Stunde eher aufgestanden oder eine halbe Stunde, damit ich das noch schnell machen kann und solche Geschichten. Und bin während der Arbeit mal, wenn ich mal in der Nähe war, bin ich mal kurz nach Hause gefahren, 5 Minuten, hab das, Kollege hat vor der Tür gewartet. Guck mal, Quaidhuft, ich schick dich jetzt auch mal auf eine. Aber du kannst leider nicht alleine, weil du wahrscheinlich noch nicht gut genug bist. Nee, keine Ahnung, ich hab das noch nicht kapiert. Ja, danke, wie gesagt, danke Dark Angel fürs Nachschauen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich bemängle, dass du die Spiele eben nur über PSN kriegst. Also nicht bemängle,
Wir haben ja auch viele Spiele. Ich habe mir jetzt für ein paar Euro, habe ich mir eben Daylight und Outlast geholt. Das waren 15 € beide Spiele mit einem Patch noch zusammen für Outlast. Freue ich mich auch nachher drauf. Ich bin jetzt nicht so der Horrortyp, muss ich ehrlich sagen. Also ihr könnt da richtig Spaß haben. Ich wollte eigentlich mit Livecam, mit Webcam, also mit Facecam streamen, aber das geht leider irgendwie nicht. So, wie viel haben wir dann noch? Ja gut, 4,5 wären es nicht. Schade. Ja, starte auch mal neu, genau. Ich komme gleich wieder rein. Aber schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Also die meisten. Nein, nicht spielen. Gerade hier Familie Gesta. Ja, warte mal. Annehmen. Bum, 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 da ist es. Mission starten. Gut, weiter da oben. Wer mal so die Hintergründe wissen will zu dem, was ich hier gerade mache, konnte es der Crew nicht beitreten. Was ist denn das für ein... Ich hasse es. Wer eigentlich mal wissen will, was ich hier gerade genau mache, warum, wie ich... da gibt's, ich habe ein Video dazu gemacht, das ist auf meinem Kanal. Da könnt ihr mal sehen, warum, mit welchem Sinn ich hier Geld farme. So, zwei Stück haben wir noch. Wie viel haben wir? Naja, knapp 4,5 Millionen. Das sollte reichen, oder? Nächstes Mal mache ich einen Monat lang Farm und dann holen wir uns alle anderen Autos. Annehmen. Aber wie gesagt, ich kann dann leider nicht allzu lange Saints Row spielen, weil ich noch was machen muss. Ich muss noch was essen. Du konntest der Crew nicht beitreten. Das ist doch zum Kotzen mit diesem Scheiß. Alter, warum backt denn das so rum? So, jetzt mal wieder zurück. Gut, jetzt haben wir auch mittlerweile verdiene 100.000, was? Verdiene 1 Million. 10 Millionen oder sowas da gerade stand. Ja, das, wie gesagt, das möchte ich noch mal euch mal zeigen. Das ist echt mein absolutes Lieblingsauto, der GT500. Ich liebe diese Karre. Also ich liebe ihn einfach nur so dermaßen. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen, warum das nicht klappt. Siehst du mich denn überhaupt auf der Karte? Wo bist du denn? Siehst du mich denn überhaupt auf der Karte? Das ist jetzt mal die Frage. Weil irgendwie laden bei mir auch nicht die Spieler. Wo bist du denn? Sepito? Fabian? Mr. Easy Racer. Gut, ich würde mal sagen, ich gehe erstmal in Detroit rein und würde sagen, ich kaufe mir meine zwei Autos erstmal, die ich mir überhaupt kaufen wollte. Gut, dann betreten. Oh, die Karre ist so geil, ey. Du siehst mich nicht mehr auf der Karte. Ich kaufe mir jetzt erstmal die zwei Autos, dass wir erstmal schon mal ein bisschen Geld ausgeben. Das Geld muss ja weg, das wird ja faul und dick und schlecht auf der Bank, das setzt ja Moos an. Und dann schauen wir mal. Gut, was, wie gesagt, ich wollte mir ja. Nee, den wollte ich mir nicht holen. Was? Warum geht denn das nicht? Also Verkaufsraum. Ja, was für ein Angebot ist hier? Ja, da oben steht irgendwas mit Angebot. Das ist verwirrend. Das Ding ist zum Beispiel,
Den habe ich ja jetzt im Paket geschenkt bekommen, aber anscheinend kann man den nochmal kaufen. Gut, den wollten wir uns holen, den will ich mir holen. Ein Impala. Und wo ist denn der andere? Hä? Ach, das ist alles ein bisschen umständlich gerade. Gerade beschlossen, dass ich mir den Impala erstmal nicht hole. Weil das Ding ist ja ein Viertürer. Ich mag die ja gar nicht. Wieso ist das ein Viertürer auf einmal? Dann holen wir uns erstmal den Camaro. Den Challenger haben wir ja schon. Ja, da ist er doch. In New York gab es den, Entschuldigung. Und ich muss mal ganz kurz mir meine Jacke ausziehen. Mir ist nämlich gerade ein bisschen warm. So, jetzt machen wir es aber. Jetzt gibt's. Warte mal, wenn ich das Mikrofon hier. Hallo? So, den genau, den holen wir uns. Auch noch der RS. Sehr geil. So, Mikrofon wieder dran. So, überlegt euch mal schon mal die Farben. Ich zeige euch mal gleich die Farben, mit denen wir den kaufen können. So. Ja, die kleine Knutschkugel, die habe ich schon. Die gab es letztens im Paket mit dazu, die DLC. Ja, möchtest du das Fahrzeug kaufen? Jawohl. Serienfahrzeug gekauft. Drei Fahrzeuge verfügbar. Gut, dann kaufen wir uns mal. Ach so, auf Performance gibt es 30%, alles klar. Dann kaufen wir mal. Den S fährst du aktuell im Game, okay. Ja, wie gesagt, ich bin ja ein absoluter Muscle-Car-Fan. Also, ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Gerade die alten. Wenn ich richtig Geld mit YouTube verdient habe, dann hole ich mir auch einen 500er GT, 100.000. Also so ungefähr in einem halben Jahr. So. Dann erstmal das. Str Nein, nicht das Straßenkit Stufe 1, Straßenkit Stufe 1, sondern wir nehmen das natürlich das Große. Und Hamster Arsch Violett. Ah, ich glaube, das kommt erst mit dem nächsten DLC raus, das Hamster Arsch Violett. Es tut mir leid. Tune deinen Wagen. Visuell. Farbe. So, und jetzt kommen natürlich, ich mag bei diesen alten Autos, mag ich diese Lacke hier. Guck mal, hier ist zum Beispiel ein rosa, aber der sieht natürlich aber auch in rosa echt schick aus, muss ich sagen. Den Lack habe ich schon. Boah, so eloxierend oder schillernd, das ist echt geil, oder? Gefällt mir richtig gut. So, ja zum Beispiel, das ist doch auch so ein rosa hier. Das sieht doch echt geil aus. Ja, wie gesagt, Hamster Arsch Violett kommt leider erst mit dem nächsten DLC. Es tut mir leid. So ein Lack ungefähr hat übrigens mein Auto auch. Das ist so richtig geil. Der ist, wenn es nachts ist, ist der schwarz. Wenn er also tagsüber bewölkt ist, ist er so braun. Und wenn die Sonne dann scheint, geht er so ins Violette rein. Das ist richtig ein geiler Lack. Das ist doch geil. Nehmen wir den. Ihr könnt euch ja nicht entscheiden. Gut, Aufkleber. Tiere sind neu. Krass. Normales Rot ist geiler. Ja, können wir ja noch dazu nehmen.
Das Ding ist, ich kaufe immer ein paar Sachen und dann kannst du immer per Zufall machen und dann kommen immer richtig lustige Autos. Das ist neu mit den Tieren. Sorry, dass ich gerade das euch damit langweile. Porno. So, Alter. Okay. Was haben wir denn noch? Flacken. Ich würde ja mehr gerne. Das finde ich mal wieder übrigens so typisch. Alle möglichen Scheißflaggen sind hier drin, aber keine deutsche Flagge. Also ich würde ja gerne so eine deutsche Flagge drauf machen. Also ich, den Lack finde ich, den Aufkleber finde ich ja. Ja, rot machen wir auch noch. Keine Angst, hol ich gleich noch. Ach komm, ja, ist ja gut, bevor du weinst. Rot. So, da hast du dein Rot. Nehmen wir Milz. So, zufrieden. Aufkleber. Tiere hat man. Flammen. Noch ein, so Flammen noch drauf? Ja, die sind alle hässlich. Das sind ein paar neue. Oh, krass. 1964. Ja, Flammen bin ich gerade. Die, so, ach, die sind doch hässlich, oder? Sag mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müssen wir mal gucken. Obwohl die ja echt schick sind. Ach komm, per 4, nehmen wir mal mit. Gut, wir gucken mal, was noch vorne so zu machen ist. Also 450 Bucks kannst du nichts falsch machen. Das sieht ja geil aus. Nehmen wir mal mit. Alter, wie viele Stoßstangen gibt es denn da? Also es wäre geil, wenn das in Wirklichkeit auch gehen würde, wenn du in die Garage gehst und sagst, ach, wir bauen mal heute das Auto so zusammen, wie ich es haben möchte. Gut, dann machen wir nochmal hintere Stoßfänger. Alter, wie viele Tuningteile gibt es denn dafür? Wie krass ist das denn? So, das kann man hier auch nicht kaufen. Ich weiß nicht, wo man es. Okay. Felgen. Ich bin so ein schwarzer Typ, schade. Gott, schade, sage ich schon, tut mir leid. Und der Hinterflügel, der Arsch muss ja auch geil aussehen. Da möchte ich was in Wagenfarbe haben. So. Ja, das ist unser Baby jetzt. Gehen wir mal eine kleine Runde fahren mit. Und dann müssen wir den ja noch auf der Rallye-Stufe und auf der Performance-Stufe kaufen. Woher hast du schon abgestimmt? Welches Auto ich fahren, kaufen soll? Link. Soll ich einen Link nochmal posten? Oh, er fährt sich auch gut. Nice. Ja, ist leider nur 684, den müssen wir dann. Aber das mache ich jetzt nicht im Livestream, das wird euch zu sehr langweilen. Aber auch seine 200 in der Stadt. Nein. Oh Gott, okay. Bei mir werden komischerweise im Umfeld überhaupt keine Spiele angezeigt. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum das nicht lädt. Preya, ist das bei dir auch so, dass das bei dir die Spiele auch nicht lädt? Da fährt mal endlich einer ein H1. Hat man auch nicht oft.
Wie geil. Gut, dann ab nach New York zum Geländetuner. Ist wahrscheinlich, dass, ja gut, Samstag um die Uhrzeit, dass vielleicht einfach zu viele online sind oder so, aber es nervt mich gerade ein bisschen. Okay, nee, der Probleme hatte ich keine. Gut, dann Geländekit kaufen. Aber der braucht dann auch hier wieder eine neue Lackierung. Ah, sieht mal schicker aus als der visuell Farbe. Wir nehmen den schillernde, aber irgendwas Dunkles. Das nehmen wir, das gefällt mir. Aufkleber. Das ist auch neu. Ich glaub's nicht. Flower Power. Oh, wie schön. Oh Gott, nein. Das ist alles neu. Ist am Montag mit einem Patch reingekommen. Wisst ihr, ganz ehrlich? Scheißegal. Flower Power! Was haben wir noch für Aufkleber? Flacken, Flammen, Floral, Rennen. Noch irgendwas Neues reingekommen? Tribal, Spaß, Surfen, die sind auch neu. Was haben wir da? Hippie! Aber kosten mal eben 55.000, nee. Wow. Da war ein Ding dabei, was mir mal richtig. Alter, wie geil! Wie geil ist das denn? Das sieht ja geil aus. Da fehlt dann aber, da müssen wir eine andere Farbe noch dazu nehmen. Und zwar gibt hier nicht. Gibt es sie hier? Ne, ich glaube, hier gibt es auch nicht. Ich weiß aber, dass es beim Eloxier die eine gibt. So. Geiler Lack. Guckt euch den mal an. Wie geil. So. Gut, dann müssen wir den uns noch als Performance kaufen. So, meine Katze kommt zu Besuch gerade. Haben wir ausgeschlafen, na, Maus? Gut, dann holen wir uns den noch als Performance. Na los. Na. So. Aber da möchte ich nur einen rein Elox, einen rein schimmernden Lack haben. Machen wir auch nicht lange rum. So, da ihr jetzt im Livestream seid, da könnt ihr noch mal abstimmen. Und da ihr jetzt im Livestream seid, habt ihr zwei Stimmen, also könnt ihr doppelt entscheiden, was ich finde. Also ich habe da noch eine zweite Stimme, habe ich mir so mal gerade so spontan
vor 5 Sekunden überlegt. Geh mal kurz rein. Also darf jeder von euch noch mal extra sagen, wir haben jetzt 20 Teilnehmer in der Umfrage. Darf jetzt jeder von euch entscheiden, noch mal extra ein Auto sagen, was ich mir holen soll. Könnt ihr zum Beispiel das Auto, was ihr abgestimmt habt, könnt ihr mir noch mal zweites Mal sagen oder so. Ich sag nicht, welche Autos führen. Deswegen holen wir mal einen Zettel und einen Stift. So. Da seid ja nur ihr drei. Warum? Ja, wie gesagt, ihr dürft jetzt noch mal entscheiden. Ihr habt noch mal eine zweite Stimme. Ihr habt ja wahrscheinlich schon abgestimmt. Ja, dann sag irgendwie noch irgendeinen. Also schau noch mal rein. Oder, das heißt, ich schau noch mal rein, geht ja nicht mehr. Wenn ihr schon einmal abgestimmt habt, dann weißt du vielleicht noch ungefähr die Autos. Bis jetzt haben 20 Leute abgestimmt. Es gibt. Ach, ich habe gerade nicht aufgepasst. Denk mal nicht, dass jetzt immer. Ich mach mal das auf. Er ist leider auch ein Auto dabei, was ich mir so nicht holen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ich ja keinen Einfluss drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich werde mir natürlich holen. Aber ich habe natürlich keinen Einfluss drauf. So, ich muss den mal sortieren. Der ist auf dem zweiten Platz. Der ist auf dem dritten Platz, haben wir zwei. Ich sortiere das gerade mal. Entschuldigung, das ist gerade. Oh, sogar, da ist er noch sogar nochmal. Also 5 Leute haben für das gleiche Auto abgestimmt. Ja, den würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht holen, der da gewonnen hat. Aber die Knutschkugel habe ich schon. Die gab es im DLC dazu. Ich weiß, was du meinst. Ups, na, Quatsch, falsches Auto. Die Knutschkugel habe ich schon. Du meinst diesen hier. Den hier, den habe ich schon, den gab es beim DLC dazu. Den würde ich mir leider auch nicht kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den gab es beim letzten DLC kostenlos mit dazu. Gut. Also wollt ihr nicht nochmal abstimmen? Dann holen wir die jetzt, würde ich sagen. Guckt euch mal meine Fahrskills an, ey. Guckt euch mal meine Fastkills an. Da habe ich gerade auf den Chat geguckt, Entschuldigung. So, gut, dann steht nämlich an erster Stelle mit 5 Votings. Oh nein, na dann ab. Um die Kleine kümmern. Mit 5 Stimmen
was mich eigentlich nicht überrascht, aber wie gesagt, ich würde ihn mir nicht kaufen. Wo ist er? Dumm, 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 dumm. Achso, da war er. Weil ich würde mir so einen im Spiel nicht kaufen, und zwar. Ah! Der Golf GTI hat gewonnen. Wie gesagt, ich würde mir nicht kaufen. Weil ich will mir ja ein Auto kaufen, was Besonderes ist, was ich mir so im Privat nicht kaufen würde. Ich habe jetzt halt privat, weiß ich nicht, ob ich mir auch kaufen kann. Gut, möchte Fahrzeug ohne Probefahrt kaufen? Natürlich. Kaufen. Fahrzeug gekauft. Gibt es komischerweise auch nur in der Straßenausführung, warum sie den nicht so als Performance oder so gemacht haben? Wundert mich so ein bisschen. Aber wir machen uns da mal keinen Kopf drüber. So, dann kauft man den natürlich noch im Straßenkit. Werden den noch ein bisschen tun. Aber auf Platz 2 und 3 freue ich mich gerade schon. Und Platz 3 haben wir ja zwei Plätze. Die kauft man gleich. Was? Entschuldigung, da war gerade irgendwas. So, leider gibt es den nur komplett nur als Straßenfahrzeug oder als ein. Visuell, den möchte ich in offiziell. Aber dann machen wir jetzt nämlich was ganz Langweiliges. Und zwar in Schwarz. In diesem eloxidierten Schwarz. Ach, das habe ich schon gekauft, okay. Deshalb. Dann vorderer Stoßfänger. Möchte ich was richtig Aggressives. Ja, das ist schön. Hinterer Stoßfänger. Das ist schön, da gefallen mir die Rückflügel. Vorderer Kotflügel kann ich auch nicht fragen, wie man das kaufen kann. Nee, da gefällt mir der Originale besser. Felgen, offiziell. Was haben wir denn da alles? Straße. Jetzt buggt das Spiel gerade so ein bisschen Offroad. Vintage, exotisch. Augenkrebs. Ich hätte gern, da sind sie, weiß, weil das Auto wird nämlich gleich matt schwarz. Gut, Außenspiegel. Ne, dann lassen wir den. Hintere Flügel. Ja, sind 450 Bucks, kann man nicht halten. Und die Motorhaube. Ja, das Problem ist, dass das Auto ja dann schwarz wird. Das die ist schön. Gut, mach mal. Gut, dann haben wir schon mal den ersten Platz gemacht. Ihr nehmt das ja gerade auf. In dem Video werde ich dann natürlich auch mal die Tabelle kurz mit einblenden. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich es mit reinfüge. Ja, ist jetzt ein Auto, was ich mir jetzt nicht so holen würde, muss ich sagen. Habe ich auch schon sehr, sehr oft auf der Straße gesehen. Also hier bei im Spiel wäre, wie gesagt, würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht holen. Dann gehen wir mal noch kurz ins Hauptquartier, geben dem seine Farbe, die er haben soll. Wie gesagt, er soll nämlich matt schwarz mehr sein. Ein Golf GTI muss bei mir matt schwarz sein. Ich weiß, das ist prollig und hat jeder zweite. Aber Golf GTI muss bei mir matt schwarz sein. Performance, nee, Quatsch, visuell, Farbe, offiziell, Metallic, matt. Hihihihi.
Dann zwei Streifen oder den machen wir mal drüber. Gut, Knut. Dann fahren wir mal eine Runde. Gucken mal, wie es sich so fährt. Ja, wie gesagt, ich kann leider nicht so lange streamen. Also ich muss leider, ich denke mal so 19 Uhr aufhören, weil ich, wie gesagt, noch was bearbeiten muss. Aber 21 Uhr, wie gesagt, Horror-Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei. Was soll ich denn spielen? Outlast oder Daylight? Für Outlast habe ich noch so ein Extra-Level gekauft. Ich kenne die beiden Spiele gar nicht. Es ist für mich beide wirklich das allererste Mal, dass die Spiele. Ich habe auch kein Let's Play gesehen. Ja, fährt sich ganz in Ordnung, muss ich sagen, wenn man den noch so ein bisschen auftunes, also mit Performance-Teilen, also mit insgesamt Tuning-Teilen auf Platin, dann fährt sich der echt bestimmt geil. Gut, Knut, das war Platz Nummer Uno. Auf Platz Nummer 2 ist der. Mal zurück ins Hauptquartier. Mal gucken, wer auf dem Platz 2 ist. Ist der. Den hätte ich mir definitiv auch noch geholt. Ja, irgendwann mal. Ja, dann bin ich ja komplett alleine. Was mache ich da? Ja, okay. Macht mal. Auf Platz 2 ist der. Der ist weiter hinten. Der. Wo ist er? Wo ist er? Nee, da ist er auch nicht. Da ist er. Der Aventador. Gut, den holen wir uns natürlich. Dumm, Fahrzeug gekauft. Dann natürlich gleich noch das Performance-Ding hinterhergeschoben. Gibt ja auch Rabatt aktuell. Scheiße, dann habe ich ja noch ganz schön viel Geld übrig, muss ich mal sagen. Müssen wir mal ein bisschen Geld ausgeben. Ja, Performance Kits. Stufe 40. Ach, es gibt nur auf die Kugel, jetzt gibt es noch Rabatt. Ja, super. Ey, die wollen diese Kugel jetzt verkaufen. Ich frage mich auch mal, wie lange die das noch machen werden, dass diese Fraktionsmission so viel Geld zu verdienen ist. Performance-Fahrzeug. Schade, dass es den nicht als Rennen gibt. Gut, und den werden wir jetzt auch gleich mal von der Performance her auf Stufe 50 holen. Kostet nämlich auch noch mal eben mal 200.000. So, ja, gut. Nein, nicht das kaufen, ich will das 50er kaufen. Ja, das ist eben das Problem, weil ja, na, wenn du nicht so viele Freunde hast, dann einfach irgendwelche Etten, die das Spiel auch spielen. Die meisten nehmen ja eh die Freundschaft dann an. So, Orange ist natürlich geil. Also irgendwelche Leute im Spiel adden. Die meisten nehmen die Freundschaft an. Also ich habe das nicht so gemacht, wie gesagt, bei mir ist natürlich so, dass durch die Let's Plays ich extrem viele Anfragen kriege.
Tut mir auch leid, wenn ich die nicht immer sofort annehme, weil ich da nicht jeden Tag reingucke. Ja, den lass mal so. Gut. Ja, nice. Schickes Auto. Muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich bin wirklich mehr Fan von diesen alten Muscle Cars. Einfach die Leute im Spiel adden. Wenn du siehst, da ist einer Level 50, machst vielleicht mal mit dem, lädst du eine Kuh ein, machst ein, zwei Missionen mit denen und dann addest du den. Und so kriegst du eigentlich ganz schnell Leute. So, gib insgesamt irgendwie 2,5 Millionen oder so aus. Ja, jetzt haben wir jetzt den Aventador uns geholt. Schönes Auto. Achtung, Sprung! Schade, ui, schade, dass es den nur als Performance gibt. Und gleich zerstört. Alter, ich habe das Auto seit einer Minute und gleich zu. Ist der auch als was denn? Ich habe das Auto gerade seit einer Minute und schon zerstört. Okay, machen wir mal eine kleine Runde. Und dann würde ich sagen, holen wir uns schon mal Platz 3. Das waren ja zwei Autos. Ist auch wieder ein Deutscher dabei, den ich mir so im Spiel auch nicht geholt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch manchmal so das Problem, dass du immer mal ganz kurz vom Gas weggehen musst, damit der. Oh, hallo? Und mal eine kleine Strandtour. Der wäre natürlich auch geil als Rallye-Wagen. Gut, dann ab zum Hauptquartier. Und als nächstes steht auf der Liste. Ah ne, erstmal holen wir uns noch den. Den ist nämlich, auf den freue ich mich nämlich. Den hätte ich mir definitiv geholt. Wo ist er? Da, den Vantage. Ich liebe Aston Martin. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Würde ich mir auch privat holen, wenn ich die Kohle hätte. Und Aston Martin DB9. Boah. Jetzt holen wir uns den Vantage. Ja, natürlich möchte ich mit den kaufen. Serienfahrzeug gekauft. Ja, dann gehen wir mal gleich noch ein Performance-Auto kaufen. Den stelle ich mir in so einem richtig geilen Grün vor. So einem englischen Grün. So. Da werden wir natürlich ein paar Tuning-Teile noch kaufen. Zum Beispiel die Front, da gefällt mir gar nicht. Machen wir erstmal visuell. Farbe. Nein, 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 nein. Warum haben die nicht so ein Grün dabei? Was? Für das Auto gibt es die nicht? Was ist denn da los?
Was? Die gibt's. Ey, das ist ja Kacke. Ja, dann natürlich nur in den Farben. Ach, das ist ja Kacke. Na komm. Holen wir uns mal noch ein paar verschiedene Farben. Gut, dann noch zwei, drei Aufkleber. Warte, guck mal, ob ich mal bei dem in die Kuh reinkomme. Tiere. Ist alles gesperrt. Warum ist denn bei einem Komm, holen wir uns mal das. Sieht auch schick aus. Konntest der Kuh nicht beitreten. Die ganze Zeit geht das. Ja, sieht ja schick aus, finde ich. Vorne ist er grün. Ja, gefällt mir. So, vorderer Stoßfänger. Der gefällt mir mit diesen Lampen da gar nicht, muss ich sagen. Der ist schick. Ja, der gefällt mir. Hinterer Stoßfänger. Gefällt mir da unten mit dieser. Da gibt es nur. Oh. So, vorderer Kotflügel kann man da wieder nicht kaufen. Seitenschweller. Okay. Felgen möchte ich hier wieder in schön tief schwarz haben. Ich stehe absolut. Ne, die gefallen mir nicht. Sind auf. Da, die sind immer schick. So, Außenspiegel. Ne, lass mal den Originalen. Ja, ganz wichtig, hinterer Flügel. Da gibt es nur die zwei. Ah, man nehmen wir den mal mit. Der ist nicht ganz so dick. Und die Motorhaube noch. Ne, lass mal so. Super. Dann natürlich noch wieder ein bisschen Performance ausgeben. So. Und schon haben wir nur noch 3 Millionen. Schon über 1 Million haben wir gerade ausgegeben. Mal so mal am Rande. Gut. Und dann raus damit auf die Straße. Die ersten Meter fahren. Wir müssen mal schauen, dass wir das hinkriegen. Und dann würde ich mal sagen, dass wir dann mal über ein TS mal was machen. Vielleicht können wir mal was zusammen aufnehmen. Dass wir über ein TS, dass wir dann so Fraktionsmissionen oder so fahren. Ich möchte mal alle Fraktionsmissionen fahren, aber auch wirklich am Stück. Ja, nicht am Stück, aber auch die langen. Und schon wieder eine Delle reingemacht. Das Auto ist nagelneu. Immer schön eingeweiht an der Kurve da. Hallo New Bambusnutte? Gibt es auch eine Old Bambusnutte? Geiler Name. Respekt. Bambusnutte, hast du schon ab. Was für ein Auto soll ich mir kaufen? Poeja, was für ein Auto soll ich mir noch kaufen? Ihr könnt jetzt entscheiden, was für ein Auto soll ich mir kaufen. Ihr sagt jetzt, was ich für mein Auto kaufen soll. Ihr seid eh die beiden einzelnen Zuschauer gerade aktuell. Ihr entscheidet jetzt. Was? Gibt keine New Bambus, keine Old Bambusnutte. Ihr entscheidet jetzt mal noch, was ich mir für ein Auto kaufen soll. Einen muss ich mir noch holen, weil der ist nämlich auch noch auf Platz 3. Auf Platz 3 gab es nämlich zwei. Den holen wir uns jetzt mal schnell. Und dann dürft ihr noch entscheiden, was ich für ein Auto kaufen soll. Ihr beiden. Ja, wie gesagt, Poirier, lass uns mal was aufnehmen zusammen, wenn du möchtest. Also Crew kommt leider bei mir im Moment ein bisschen kurz zu kurz, weil
Den SLS. Gut, den holen wir uns gleich. Als erstes holen wir noch den Platz 3. Und das ist, habe ich gesagt, ein deutsches Auto, ist ein BMW M5. So, du willst den SLS haben. Was für eine Farbe? Kannst du auch noch entscheiden. New Bambusnutte, was für ein Auto soll ich mir holen? Ja, wir müssen aber erstmal schauen, dass wir das dann mit diesem Crew-Mist hinkriegen, weil das nicht funktioniert. So, ein BMW 5 würde ich mir jetzt im Spiel auch nicht kaufen, weil, sorry, aber das ist ein Auto, was überall rumfährt. Habe ich auch schon auf der Straße oft gesehen. Gut, dann, die gibt es auch nur als Performance. In Silber. Silber matt, Silber eloxiert, irgendwas. Wunsch, noch welchen Aufkleber dazu? Es wird dann dein persönliches Auto. Nur wenn ich mit spiele, wenn ich mit dir spiele, fahre ich mit dem Wagen dann. So, das wird dann Prayer of Two Wagen. So. Im 2004er Dodge Ram SRT. Das ist doch der Jeep, oder? Den habe ich leider schon, weil den gab es in einem Paket. Den habe ich leider schon und den kann ich da, den habe ich schon, weil den gab es am Montag in einem Mattschlicht. Warte mal, ganz kurz, Mattschlicht im BMW? Achso, Silber Mattschlicht, okay. Den Dodge Ram gab es am Montag in diesem Paket, was ich einfach bekommen habe, was einen, glaube alle Spieler bekommen haben. Habe ich mir wie gesagt schon geholt. Leider ist das Problem, dass es den nur noch in den zwei Stufen gibt. Ich kann dir mal kurz noch mal zeigen, was für Autos wir noch haben. Zur Auswahl steht, wie gesagt, die hier alle: den Impala, Ford Mustang, Entschuldigung. Wir hätten hier noch den Raptor, Ford F150, den 2012er Charger, den Grand Cherokee, den Mini Cooper S210. LaFerrari, Ford Shelby GT. Genau, den Shelby GT wollte ich mir da noch holen. Ja, aber das Problem ist, was ich gerade als Problem empfinde, dass ich mir den nicht mehr als Renner kaufen kann. Ich weiß, vorher konntest du den Dodge Ram noch in verschiedenen Ausbaustufen. Ich habe den am Montag auch diesen 2015er Ford Mustang und den Z4. Ich habe den am Montag als Paket bekommen und seitdem kann ich mir die nicht mehr in den anderen Stufen kaufen. Nur noch in diesen Stufen da auf der Straße. Ich kann den nur noch wirklich als so kaufen. Das ist das Problem. Gut, wir wollen aber erstmal den BMW tunen. Danach kommt der SLS und danach kommt noch der GT40. LaFerrari. Ich habe gesagt, nur ein Auto. Nur ein Auto. Jetzt wird ein bisschen, jetzt wird ein bisschen hier. Gut, dann. Ach, wieso bin ich denn jetzt rausgegangen? Wo habe ich denn das jetzt gemacht? Oh, mit dem kann man gut driften. LaFerraris. Gut, wir kaufen erstmal den SLS, dann kaufe ich den GT40 und wenn ich dann noch Geld übrig habe, kaufen wir den LaFerrari. New Bambus, du hast immer noch einen frei, den du dir entscheiden kannst, was du dir holen willst. New Bambus Nutter, ich finde den Namen so geil. Jetzt überspringen wir mal. Gut, tune deinen Wagen. Wollen wir natürlich auch ein bisschen Farbe. Dann nehme ich. Das ist ja so ein in Berlin fahren die da immer mit so rum. Naja, matt weiß. Dann noch einen geilen Aufkleber drauf. Den, Mr. Was, den mache ich endlich den Aufkleber drauf, den ich mir schon die ganze Zeit holen möchte. Passt zwar dann nicht mehr, weil es ein deutsches Auto ist, aber den finde ich ja so geil, den Aufkleber. Guck mal, das sieht doch schick aus, oder? Vordere Stoßfänger machen wir nochmal was Besonderes dran. So. Nehmen wir den. Ja, wie gesagt, der SLS, der kommt gleich als nächstes.
Hinterer Stoßfänger. Nochmal den. Hinterflügel. Was haben wir? Motorhaube. Ja, gibt es nicht zu kaufen. So. Okay, dann den Bentley. Deine Entscheidung. Haben wir denn noch so viel Geld? Ja, wir haben noch 2,7 Millionen. Gut, dann haben wir einen BMW M5 gekauft. In einer voll komischen Lackierung. Dann machen wir jetzt den SLS, dann den GT und dann den Bentley. Wenn wir dann noch Geld haben, können wir uns auch mal den LaFerrari kaufen. Oh, warte mal, mein Fernseher will ich gerade ausschalten. Achso, hallo Dennis. Ist einer von denen, die immer schön für mich Geld verdienen, ne? So, jetzt probiere ich nochmal, dich einzuladen. Ah, du bist offline, okay. Gut, dann holen wir uns jetzt den SLS. Weil da kann ich ja dann nochmal ein Special-Video machen, wo ich wieder bei alle Autos zeige. Überspringen. Guck mal auf meinen Kanal, auf meinen YouTube-Kanal. Ich habe, da habe ich ein Video online gestellt, wie du so viel Geld bekommst. Ich habe, was meinst du bei dem BMW? Jetzt habe ich jetzt nicht auf deutsche Kennzeichen geachtet. SLS. New Bambus, schau mal bitte auf meinen Kanal. Da gibt es ein unter The Crew Special in der Playlist gibt es ein Video, wie man so viel Geld farmen kann. Innerhalb von 3 Stunden immer 100, 10 Minuten Arbeit, 3 Stunden 160.000. SLS wolltest du haben. Gut. In matt Silber. Ja, wir machen das aber auf jeden Fall. Wir behalten das mal auf dem schönen Player, dass wir dann mal eine Session zusammen aufnehmen. Ich kann eh nicht so lange, ich bin eigentlich schon drüber, ich wollte eigentlich nur bis 18 Uhr aufnehmen. Serienfahrzeug gekauft. Dann, ups. Gehen wir noch auf nach Miami. Und ich muss nämlich eigentlich auch mal dringend auf Toilette. Ich müsste mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz Pipi machen. Für kleine Streamer. Bin gleich wieder da. I'll be back. So, wie sieht es eigentlich aus? Hättet ihr Interesse an einem Real-Life-Kanal? Also kein Let's Play-Kanal, sondern Interesse an also so richtig Real-Life-Kanal, wo ich Real-Life-Videos reinstelle, Tutorials reinstelle, Vlogs reinstelle und sowas. Hättet ihr da Interesse dran an sowas? Wo ich dann auch mal meine Fresse in die Kamera halte. Gut, Performance Kit. Ey, jetzt habe ich die Jacke ausgezogen, jetzt ist mir wieder kalt. Das kann doch nicht wahr sein.
Matt Silber wolltest du ihn haben. Dann nee, das ist, wir müssen ja erst noch tunen. Luxusproblem. Was meinst du mit Luxusproblem? Also es war ja schon der Performance, Entschuldigung, ich habe mir das Auto ja schon gekauft. Dann hast du gesagt, Mats Silbern. Guck mal, die Farbe sieht da unten ganz anders aus als auf dem Auto. Wenn du da unten guckst, sieht es aus, als ob es ein graues Auto ist. Da ist es ein hellblaues. Voll strange. Möchtest du dieses Matt Silbern? Genau. Ja, Nubamus, genau. Ich habe das nur über die Fraktionsmission gemacht. Ich habe die ganze Woche seit Montag jeden Tag massiv Fraktionsmission gefarmt. Und habe da eben fast 4,5 Millionen rausgekriegt jetzt. Prayer, möchtest du dieses Matt Silbern oder das erste haben? Ups. Oder dieses, das helle? Cool. Deine Entscheidung. Ja, das ist okay. Das Problem ist, dass Bild und Chat bei mir ein bisschen versetzt sind. Du müsstest mir genau sagen, möchtest du das erste oder das helle oder das dunkle haben? Das erste, okay. Dann nehmen wir das natürlich. Noch einen Aufkleber. Noch einen Aufkleber haben. Nee, dann mag ich den nicht als Aufkleber. Nee, mit Aufkleber. Aber wir machen mal noch ein bisschen optisches Tuning. Ja, wie du magst. Wie gesagt, das ist eigentlich dein Auto. Würde es dir auch gerne schenken. Aber es geht ja leider nicht. Leider kann man ja auch. Ja, es ist doch geil. So. Felgen. Machen wir hier wieder in Schwarz. Wie gesagt, ich stehe. Wenn dann dezent. Ja, dann lass mal ganz weg Aufkleber. Dann lass mal die Aufkleber ganz weg. Oh Gott, 78 Felgen? Ernsthaft? Willi? Komm, nimm mal die. Na, nicht die. Weil. Ne, wo ist das hin? Da war da eben schwarze. Die. Okay, dann, aber da muss ein richtiger fetter Hinterflügel drauf, oder? Hier sowas hier. Was hältst du davon? Alter, guck dir mal die Karre an. Gut, aber der ist natürlich nur 684, das ist natürlich langweilig. Ja, du kriegst gleich den. Ach so, ja, wie gesagt, ich würde euch die Karren schenken, wenn es gehen würde. Weil ich habe so viel Karren, dass mit denen fahre ich eh nie. Das ist eben das Problem, es wird dann irgendwann langweilig, das Spiel. Ich komme nicht in die PvP-Lobbys rein. Ich bin jetzt erst einmal reingekommen. Und deshalb, was soll ich noch machen in dem Spiel? Prayer of Two, dann Frittentheke. Ja, genau. Prayer of Two, adde mich mal bitte auf Facebook. Und dann schreiben wir da mal und machen uns dann mal einen Termin aus, wann wir mal zusammen aufnehmen wollen. Meine Facebook-Seite, wenn ihr auf meinen Channel geht, oder da müsst ihr hier unten stehen, seht ihr ja. Einfach mal anklicken, mal adden. Und ja, würde ich mich freuen. Ich bin immer sehr vorsichtig mit dem, ich aufnehme. Aber du machst da so übelst netten Eindruck. So, das ist dein persönliches Auto. Wie gesagt, ich würde ihn dir gerne in die Garage stellen.
Gefällt er dir? Das ist dein persönlicher. Komm, hier vorne haben wir wieder die Kurve, wo man gleich einweihen. Jawohl, gleich wieder eingeweiht. Gut, dann gibt es für die Bambusnutte den Bentley. Der würde richtig geil aussehen in so einem Chrom. In so einem richtigen Silberchrom würde der SLS richtig geil aussehen, stelle ich mal gerade so fest. Weil ich sehe gerade das Video nochmal bei Twitch, wie er da durch die Sonne fährt. Er würde so ein richtig geiles Silberchrom aus. Gut, der Herr möchte ein. Nutte, bist du eigentlich ein Herr oder eine Frau? Nutte, bist du eigentlich ein Herr oder Frau? Was ist das denn für ein Satz? Alter Schwede. Sehe dir nicht. Deutsch scheiße. ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hätte mich mal bei PSN Rettungsdackel 81. Schreib's da mal unten rein. Rettungsdackel, hätte mich mal als PSN-Freund. So. Hätte mich mal bitte. Und vielleicht ist dann besser. Gut, du wolltest den Bentley haben, dann kauft man natürlich den Bentley. Das ist dann der Nuttenwagen. Entschuldigung, wenn es gerade hier so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Radau gibt, meine Katzen sind gerade wieder am Spielen. Ja, Minden? Meinst du Minion? Ja, hab ich, genau. Nee, Moment, hab ich nicht. Hab ich? Ja, doch, hab ich. Muss man kurz selber mal gucken. Ja, hab ich. Okay, das ist dann dein persönliches Nuttenauto. Das New Bambus Nuttenauto. Damit kannst du dann Geld verdienen gehen. Weißt Bescheid? Ja? Gut. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, Dennis. In was für eine Farbe möchtest du den haben? Machen wir erstmal visuell mal. Was da so, obwohl der sieht doch geil aus. Dunkelblau, gut, machen wir sofort. Ich muss mal ganz kurz ein richtig geiles Foto bei Facebook hochladen. Nein, nicht geiles Foto, aber ein tolles Foto bei Facebook hochladen, wie meine Katze gerade in diesem Moment vor meinem Fernseher hockt und zur Kuh guckt. Es ist so lustig. So. Fetter Spoiler und RE-Kit? Meinst du PE-Kit? Oder was meinst du? Was für eine Nachricht? Ich habe gesehen, ich habe schon wieder. Sorry, ich habe gerade schon. Mache ich nachher. Ich habe gerade gesehen, dass ich schon wieder 5, 6 Mails habe. Gut, einen fetten Flügel will er hinten drauf haben. Motorhaube noch irgendwas Schickes. Ja.
ist Rallye. Entschuldigung, ich habe gerade leichten. Ich glaube nicht, wir können aber mal gucken. Nee, der Bentley hat nur Rennen und Performance. Ach, RE ist ja Rennen. Entschuldigung. Oh, hab ich. Entschuldigung. Ich bin gerade echt. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Fahrmann, hol mal natürlich sofort. Achso, wir müssen ja noch ein Blau holen. Ja, wie gesagt, ihr habt mir nicht mehr geantwortet, ob so Interesse bestehen würde, einfach nur ja oder nein, so an einem Real-Life-Kanal mit Vlogs, mit Tutorials, mit Kanalbewertungen und sowas. Wo ich dann, wie gesagt, auch mal meine Fresse in die Kamera halte. Oh, Alter, wie krass sieht denn die Karre aus? Ja, ich weiß, Facepalm, halt die. Sei ruhig. So, du wolltest blau haben. Möchtest du. Ah, so ein schillerndes Blau? Das wird doch geil aussehen, oder? Ja. So, was hältst du davon? Das Grün. Ich nehme auf jeden Fall das Grün, nehme ich schon mal mit. Gucken wir nochmal. Das Blau ist doch schick. Alter, guckt euch mal vorne den Stoßfänger an. Alter, das sieht ja der so. Da kann ja sich einer draufsetzen und mitfahren. Den Wert man natürlich jetzt mal Performance. Also Renn-Performance habe ich noch nicht auf Level 50. Den muss ich mal noch leveln. Dunkelblau eloxiert bitte. Sehr, sehr gerne. Bestellung wird sofort ausgeliefert. Dunkelblau eloxiert. Das ist kein Dunkelblau, das ist hellblau. Ich glaube, ich habe nur das als Dunkelblau. Nehmen wir das mit. Das Ding ist, eigentlich bin ich immer extrem geizig, was Geld ausgeben geht, also im Spiel angeht. Ich glaube, ich habe mir Dunkelblau Eloxiert schon gekauft, deswegen wird es hier nicht mehr angeboten. So, wolltest Performance? Was meinst du mit Diffuser Player? Ja, ich glaube, ich habe mir Dunkelblau schon gekauft, deswegen ist es hier nicht im Auswahl-Ding dran. Ja, schick, das ist dein Auto. Liebe Bambusnutte. Ja, danke, Prayer, für das macht dich aber sympathisch, perfekt sein nervt. Ja, ich bin manchmal, ehrlich, ich bin manchmal so verpeilt. Das ist so unglaublich, fucking unglaublich. Das ist, ich muss mein Leben teilweise wirklich mit Listen führen, also mit Zetteln führen, wo ich mir draufschreibe, was ich den Tag machen wollte, weil ich sonst komplett was anderes mache. Alex, wo bist du? Was hast du vor? Schiff, ich werde ihn töten. Für Dayton, für Daria. Aber was ist mit dir? Ich kann ihn für immer einlochen. Willst du dafür dein Leben wirklich aufgeben? Ich muss es tun, Roxanne. Ja, laber nicht. Wow, und das Auto eingeweiht. Super. Ah, ich komme da nicht mal raus. Ah, die Schippe vorne ist ein Diffuser. Okay, danke. Wie gesagt, ich habe da keinerlei Ahnung von. Ich bin in dem, was ich mache, habe ich Ahnung, mein Job. Aber von dem hier habe ich von Autos. Ich fahre zum Beispiel auch zum Birnenwechseln in der Werkstatt bei mir, wenn ich mein Scheinwerfer vorne ist kaputt. Ich habe so einen Hochleistungs-Xenon-Scheiß. Den fasse ich nicht an, das lasse ich in der Werkstatt machen. Für 10 Euro machen die mir das. Wo übrigens auch die Birne mal eben 115 Euro kostet. Finde ich geil. Weißt du, kaufst ein Auto für fast 40.000 Euro und bezahlst mal eben 115 Euro für eine scheiß fucking Birne, die auch durch diese scheiß an-aus, der hat so einen Sensor, dass er mal Licht an- und ausschaltet und immer wenn du in den Tunnel reinfährst, geht er an, aus, an, aus, an, aus. Und dadurch gehen die natürlich auch schneller kaputt, weil die dürfen ja nicht so oft an- und aus gemacht werden. Es nervt mich total.
Ja, das Problem ist, dass es wohl aktuell gerade nicht geht. Ich sehe auch keine anderen Spieler hier. Wir werden mal die Tage, Dennis, auch mal mich bitte bei Facebook adden, mich mal anschreiben, dann machen wir mal was aus und dann fahren wir mal zusammen als große Crew. Machen wir mal einen kleinen Roadtrip oder so oder eine Fraktionsmission oder so. Also ich bin da wirklich, ich habe die nächsten Tage auch Zeit dafür und ich habe da echt Bock drauf. Okay. Gut. Schönes Auto. Danke, dass ich mir das kaufen durfte. Guck mal, wie der da ist. Ein schönes Auto. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, Blau gibt es auch noch. Gut, dann wollten wir uns ja noch den GT oder wollte ich mir ja noch den GT holen? Ich hoffe, ihr seid nachher bei meinem Horror-Let's Play dabei. So ab 21 Uhr, 21:30 rum werde ich Outlast oder Daylight Let's Playen. Achso, wir können ja mal gucken, ob ich das dunkelblaue hier habe oder ob es das überhaupt nicht gibt. Wir können ja mal, wir machen jetzt mal zufällig. Das ist ja langweilig. Zufällig? Ein Clown-Auto. Pass auf, da kommen gleich 20 Clowns raus. Du hast kein Facebook mehr, dann schreib mir bei YouTube zum Beispiel. Oder ja, hier kann man lauter. Doch, hier kann man auch Nachrichten empfangen, sehe ich. Huch, seit wann geht. Entschuldigung. Aber ich habe noch keine Nachricht. Da habe ich natürlich meinen Chat zugemacht. Ja, dann schreib mir bei YouTube. Jetzt habe ich aus Versehen, ich sehe gerade nicht, wenn ihr was schreibt, weil mein Chat ist aus Versehen zu. Ah, das ist so ein richtiges Clowns-Auto hier. Ist ja auch nicht besser. Nee, gut. Du wolltest ja ein dunkelblau. Ich hoffe, ich habe Eloxier dunkelblau. Es gibt kein dunkelblau. Dann machen wir das. Das ist leider das beste dunkelblau, was wir haben. Gut, nein, Abbruch. Ich möchte mir den GT holen. Wir haben ja noch 1,5 Millionen. Da ist er doch. Prayer, leider, die Links können nicht gepostet werden. Dann schreibt das mal ohne www und de oder .com hinten. Oder schreib einfach ein Leerzeichen oder so. Links können leider hier nicht gepostet werden. Nee, ja, ich habe Advanced Warfare, aber ich spiele es nicht. Oh Gott, jetzt habt ihr beiden die gleichen Namen. Kann mal bitte einer von euch netterweise seine Farbe ändern? Sonst komme ich durcheinander. Ich kann es leider nicht. Wäre nett, wenn einer von euch mal seine Anzeigefarbe ändern würde, weil sonst komme ich durcheinander. Was wollte ich mir holen? Ich wollte mir den GT holen. Wo ist er denn? La Ferrari? Hä? Bin ich bescheuert? Ach, das war der GT500. Ah, verdammt, ich habe nur GT eben gelesen. Ach, verdammt. Ach, das war dumm gerade. Das war wieder dumm. Zurück zum Hauptquartier. Gut, würde sagen, dass wir um 19 Uhr Feierabend machen. Wie gesagt, ich muss noch was essen, ich muss noch ein Video bearbeiten. Und um 21 Uhr gibt es ja dann. Nee, das geht auch nicht.
Dann schreib mir mal bitte bei YouTube oder so. Das geht irgendwie nicht. Links kannst du. Oder kann ich das einstellen? Warte mal ganz kurz. Ob ich das irgendwie einstellen kann, dass du den Link posten kannst. Kann es leider nicht einstellen. Es tut mir leid. Na du kannst ja mir. Das kannst du auch irgendwie machen. Dann musst du uns. Ich weiß es nicht. Es geht irgendwie. Mir schicken die Leute ab und zu mal Bilder, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin da leider. Ich habe es noch nie gemacht. So, das war ja der GT500. Da ist er doch, der GT, Ford GT. Wie gesagt, ich müsste mal bitte, einer von euch beiden müsste mal seine Farbe ändern. Ich habe bei mir sind beide auf blau, oder auf so ein hellblau. Das sieht bei mir. So, überspringen. Jetzt kriegen wir mal den GT. Jawohl. Kostet nur 157.000. Was kostet die Welt? Alternativ kannst du es mir auch als E-Mail schicken. Ich schreibe mal meine E-Mail-Adresse rein. Da kannst du es auch hinschicken. So, dann holen wir uns mal Performance. Ja, ich habe schon gerade geguckt in den Einstellungen. Aber irgendwo da steht nichts und ich will jetzt auch nicht aus dem Chat raus tippen. Ja, wir gehen da schon hin, ist ja nicht. Gut, Stufe 40. Achso, ihr macht das gerade unter euch aus. Ja, achso, stimmt ihr. Entschuldigung, ich bin da ja raus. Ihr macht ja gerade irgendwas unter euch aus. Gut, Knut. Was nehme ich da für eine Farbe? Nee. Ah, ich mag diese Standardfarben nicht so. Ja, das ist doch schön. Gut. Machen wir noch Vorderstoßfänger. Was gibt es da so Schönes? Wow. Really. Hinterer Stoßfänger. So. Ich frage mich, wo man die Kotflügel kaufen kann. Bei keinem Auto bisher kann man Kotflügel kaufen. Motorhaube. Ja, die ist auch schick. Gut, wie gefällt er euch? Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns den noch als Renner. Rennkids Stufe 40. Aber da hole ich mir irgendwas mit schön mit Rennaufklebern oder so. Ja, Dennis hat mir eine Nachricht geschrieben. kann ich gerade nicht gucken. Müsste ich auf dem Handy gucken, aber Akku ist fast leer. Machen wir dann mal. Visuell Farbe. Aufkleber. Obwohl der, nee, Moment, der würde richtig geil aussehen. Nee, Moment, da müssen wir eine andere Farbe machen. Und zwar schwarz. Nee, Quatsch, was mache ich denn? Blau will ich haben.
So ein Blau hier hinten. Genau. Und dann so richtig klassisch geil mit weißen Aufklebern. Ah, die habe ich schon gekauft, deswegen. Wobei das auch geil aussehen würde. King One nehmen wir mal mit. Ach, oh, verdammt. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit. Gut, dann haben wir jetzt noch ein GT40 und wir haben immer noch 1,5 Millionen von. Hast du Nubambus hat's mir als E-Mail geschickt? Oder wo hast du geschickt? Geile Karre. Was? Ah, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade aus Versehen rausgegangen. Ja, nice. Wurde mir auch empfohlen, mit dem mal zu holen. Als PSN-Nachricht. Ah ja, stimmt, du hast mir gerade eine PSN-Nachricht geschickt. Gucke ich gleich mal rein. Gut. Jetzt haben wir natürlich noch 1,5 Millionen offen. Ja, so ein bisschen was können wir ja noch ausgeben. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Gut, wisst ihr was? Dann holen wir uns jetzt mal den LaFerrari. Überspringen. Und ich guck mal, was ich mir noch so holen werde jetzt. Ford GT. Mustang, Dodge Charger, Grand Cherokee. GT500, LaFerrari. UF CDR. BMW Z8, Lamborghini Gallardo. Ich werde mir aber nicht den Gallardo holen, sondern diesen hier. Den holen wir uns. Nehmen wir mit. Weil dann noch als Performance kaufen. Ja, langsam kommen wir auch wieder zum Ende. Der Stream wird gleich zu Ende sein. Wie gesagt, nachher gibt es noch den Horror-Stream ab 21 Uhr. Das Ganze hier wird es auch als Video. Ich werde das hier als Video noch hochladen auf meinem Channel. Komplett Video, ich nehme es dann nebenbei auf. Performance Kit wählen. Nee, ich wollte mal. Ah, geht aber zurück. Das Auto. Gut, dann kriegt er natürlich noch einen Lack. Ach komm, nehmen wir alle mit hier. Kaufen wir alle.
Und grün sieht auch gut aus. Und er kriegt noch so einen schillernden Lack. Grün nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch noch mit. Gut, was haben wir so vordere Stoßfänge mäßig noch anzubieten? Ja, der ist schick. Warte mal. Schreiben wir mal, ich gucke mal, ich hoffe, mein Akku schafft das jetzt noch. Guck mal über das App rein, über das App. Da ändert sich ja gleich hinten alles. Sehr geil. So, Außenspiegel, hinterer Flügel. Was haben wir da so im Angebot? Ah, nehmen wir beide mit, komm. So, Dennis hat mir ein Foto geschickt. Ich gucke mal gleich nach. Motorhaube ist aber noch langweilig, oder? Die ist doch schick. So, Foto lädt. Gut, dann kaufen wir den noch als Renner. Was ist denn das, Dennis? Ist das, was ist das für ein Auto? Ist das ein Agira oder? Mal ganz kurz raus. Hallo. Gut, dann wählen wir mal ein Rennkit. Dennis, ist das ein Akira, was du mir da geschickt hast? Oder ich kenne mich da auch nicht so aus. Dann noch eine ordentliche Farbe, natürlich. Komm, wollen wir rot noch mit. Und, ach so, den kann man überhaupt nicht. Ach so, das ist ein. Hä? Den kann ich tuningmäßig nur die Felgen verändern. Das ist ja langweilig. Gut. Visuell. Ja, komm, lass mal. Das sieht da hinten kacke aus. Dann raus. Und ich würde sagen, es ist. Ich bin jetzt schon bei 2 Stunden am Stream. Ein Pagani ist das. Okay. Ja, sieht schick aus. Nice, schönes Auto. Soweit oben in der Fahrzeugbranche kenne ich mich da nicht mehr aus. Wie gesagt, ich bin so wirklich auf der Ebene Muscle Cars, so da bewege ich mich relativ sicher. Ich glaube, ich muss auch mal aus der Party raus, nicht, dass die Leute da nerven. Auf der Ebene Muscle Cars und so. Willst du dafür dein Leben wirklich aufgeben? Ich muss es tun, Roxanne. Also wie gesagt, auf der Ebene der Muscle Cars und so, da bin ich wirklich Fan von den einzelnen Supersportler oder den einzelnen Sportler, den ich mir wirklich privat kaufen würde, wenn ich das Geld hätte. Also mal ganz ehrlich, wenn ich Millionen, wenn ich jetzt so, sagen wir mal, so 20, 30 Millionen im Lotto gewinnen würde, ich würde mir keinen Ferrari hinstellen, ich würde mir keinen Maserati hinstellen, ich würde mir einen schönen alten 67er GT500 hinstellen, ich würde mir einen 69er Charger hinstellen mit Hemi-Motor, ich würde mir einen Camaro RS holen, ich würde mir noch einen Mustang mit einem Roush-Motor holen. Und sowas würde ich mir hinstellen und davon aber dann wirklich 3, 4, 5, 6 Stück, weil das sind die Autos, die ich wirklich geil finde, die ich wirklich
wirklich, die mir wirklich richtig gefallen. So ein Pagani oder so ein Ferrari oder ein Maserati oder was auch immer. Ich weiß nicht, das sind schöne Autos, schnelle Autos, aber mir kommt es nicht aufs Schnellfahren an. Ich fahre zwar privat mit 240, da ist es ja zu Ende, mit 240 PSer, aber kostet nur Sprit. Also wenn ich richtig Geld hätte, dann würde ich mir so die ganzen alten Muscle Cars. Das Einzige, was ich mir holen würde als schnelles Auto oder als neueres Auto, wäre eben den Aston Martin Vanquish oder den Aston Martin DB9. Ja, machen wir noch. New Bumble, Dennis, wir werden mal definitiv mal was zusammen aufnehmen. Das ist, oder zusammen spielen, das ist kein Problem. Geht ja aktuell nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber irgendwie kann man in keine Gruppe beitreten und ich sehe auch keine anderen. Sehe auch keine anderen Spieler. Seht ihr ja, wird kein Spieler bei mir angezeigt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Um 21 Uhr gibt es einen Horror-Livestream. Ich muss mal jetzt mal was zu essen machen, weil ich habe heute noch nichts gegessen und bin schon seit heute Morgen unterwegs gewesen. Und frontal, jawohl. Schönes Auto eingeweiht. Wir haben jetzt knappe 4 Millionen auf den Kopf gehauen, oder? Wie viel haben wir auf den Kopf gehauen? 3,5 Millionen haben wir jetzt ausgegeben. Ich werde jetzt natürlich die nächsten Tage, Wochen weitersparen und dann werde ich mir irgendwann mal nochmal Livestream machen oder so, wo ich alle Autos kaufe. Es wird noch ein zweites Video geben, wo ich dann mal wieder mal die neuen Autos zeige. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns nachher zum Horror-Livestream 21 Uhr. Den ich gerne mit Facecam machen würde, aber ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich das machen kann über die PlayStation. Ich weiß nicht, wie man mit der PlayStation live. Also, vielen Dank, wenn ihr mich noch nicht geaddet habt. Unten ist Facebook, unten ist mein YouTube-Channel. Folgt mir hier bei Twitch. Ich mache regelmäßig viele schöne Sachen, auch sehr spontan. Ah, Gott. Kann ich gleichzeitig in den Chat gucken, gleichzeitig hier Hindernisse fahren. Was machen wir noch mit? Wenn ihr mal mit mir zocken wollt, schreibt mir, was ihr zocken wollt. Ich habe Battlefield, ich habe GTA Online, ich habe The Crew, ich habe Saints Row. Ich habe auch Call of Duty Advanced Warfare, aber das spiele ich nicht online, weil ich es einfach nicht kann. Ich bin mehr so ein Fan von diesen. Also haben wir noch immer noch rausgeholt. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, ich bin raus. Bis dann, ciao. Oh, das